Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, grundsätzlich halten wir es für gut, inklusiv zu sprechen, das heißt Bürgerinnen und Bürger, Kolleginnen und Kollegen, diese Form der Ansprache begrüßen wir ausdrücklich. Wir sind auch der Meinung, jeder kann sprechen, wie er will. Mein Fall ist es nicht, aber wer es für gut hält, wer es schön findet, mit Higgs-Lauten zu sprechen, der möge das durchaus tun. Aber es gibt eben viele Lebensbereiche, dort sind Konventionen notwendig. Und Konventionen heißt in diesem Fall, die Vorgaben des Rats für deutsche Rechtschreibung zu beachten. Das bedeutet Sonderzeichen wie Sternchen, Binnen-I, Doppelpunkte eben nicht zu vermeiden. Und wenn nun die Landesregierung sich auf etwas geeinigt hat, so zumindest offensichtlich dieser Beschluss, und herzlichen Dank an die CDU-Fraktion, dass sie dieses vorangetrieben hat. Herzlichen Dank an den Innenminister, dass er der CDU-Fraktion gefolgt ist. Und auch herzlichen Dank dem Ministerpräsidenten, dass er sich in diese Richtung bewegt hat. Ich zitiere: Jedes Ressort trägt in seinem Geschäftsbereich dafür Sorge, im formalen Schriftverkehr der Landesverwaltung mit dem Ministerrat, dem Landtag, den Institutionen des Bundes, den Institutionen der Europäischen Union und mit vergleichbaren Adressaten sowie in Verwaltungsakten das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung und die Empfehlungen des Rates für deutsche Rechtschreibung einzuhalten. Also keine Sonderzeichen. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident, für dieses Genderverbot. Aber, Herr Ministerpräsident, was ist denn mit dieser Vorgabe des Verkehrsministeriums vom 20. Oktober 2022 mit geschlechtergerechter Sprache, welche in der Verwendung von Sonderzeichen wie dem Stern, Unterstrich oder Doppelpunkt ihren Ausdruck findet, werden alle Personen wertgeschätzt und angesprochen. Aus meiner Sicht ist im Bereich der Sonderzeichen der Doppelpunkt aktuell die beste Variante. Meine Empfehlung daher, im innerdienstlichen Bereich wie auch in der Kommunikation nach außen den Doppelpunkt zu verwenden, also dieses Sonderzeichen. Gezeichnet Fries, Ministerialdirektor. Ist es damit aufgehoben, Herr Ministerpräsident? Sie schweigen? Also offensichtlich unklar, meine Damen und Herren. Auf der einen Seite ein Regierungsbeschluss, der Gender-Sonderzeichen verbietet. Auf der anderen Seite eine Vorgabe eines Ministeriums, die das Gegenteil besagt. Ja, Herr Ministerpräsident, was gilt nun? Vielleicht hören wir später von Ihrer Landesregierung, auf was Sie sich dann verständigt haben, beziehungsweise was der Öffentlichkeit jetzt vorgelegt wird. Es gibt aber auch andere Lebensbereiche, wo diese Sonderzeichen nicht sinnvoll sind, meine Damen und Herren. Beispielsweise im schulischen Bereich, Frau Ministerin Schopper, der Schriftspracherwerb von Kindern. Wir haben viele Migrantenkinder. Wir sind froh bei vielen Kindern, wenn sie die korrekte deutsche Schriftsprache erlernen. Da sind solche Genderzeichen nicht hilfreich. Generell der Schriftspracherwerb von Ausländern. Auch hier sind Gender-Sonderzeichen nicht hilfreich. Vor diesem Hintergrund kann man ganz klar sagen, Gender-Sonderzeichen sind integrationsfeindlich. Eigentlich müsste die AfD gendern. Eigentlich wäre es sinnvoll, die AfD würde gendern, meine Damen und Herren. Schriftspracherwerb von Behinderten und Legasthenikern. Auch diese Sonderzeichen sind inklusionsfeindlich, meine Damen und Herren. Darüber hinaus höre ich immer, an den Hochschulen, da könne man nichts machen. Das sei eine Frage der Wissenschaftsfreiheit. Meine Damen und Herren, Fakten
und Normen sind keine Frage der Wissenschaftsfreiheit. 2 und 2 ist 4 und nicht 5. Und zu behaupten, 5 sei 2 und 2 ist keine Wissenschaftsfreiheit, sondern schlicht falsch. Und deshalb sollte die korrekte deutsche Rechtschreibung auch für die Hochschulen gelten, meine Damen und Herren. Und schon gar nicht sollte es sinnvoll sein. Wollten Sie einen Zwischenruf machen, Frau Wissenschaftsministerin? Herr Dr. Mühlke, Herr Dr. Mühlke, ich darf Sie daran erinnern, dass die Mitglieder der Regierung von der Regierungsbank weder Zwischenfragen stellen können, noch ihre Fragen beantworten können. Beschweren Sie sich, und beim Herrn Kretschmann beschweren Sie sich, dass der Ministerpräsident auf der Regierungsbank... Ein Nicken wäre kein Zwischenruf, nein, Frau Präsidentin. Nein. Sie wissen genau, wie die Regeln sind. Daher können Sie es sich nicht aussuchen, wie es Ihnen passt. Daher machen Sie bitte weiter. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wurde Ihre Zwischenfrage jetzt von der Zeit abgezogen? Ich bin großzügig, danke. Keine Sorge. Gut, vielen Dank. Also, meine Damen und Herren, und vor allem geht eines nicht, auf Studenten Druck auszuüben, solche Sonderzeichen zu verwenden. Das muss aufhören an den baden-württembergischen Hochschulen. Gleichberechtigung und Gendersensibilität, meine Damen und Herren, ist keine Frage von Gendersternchen, sondern eine Frage der Haltung. Diese Sternchen sind allein Alibi. In Umfragen sagt eine riesige Mehrheit der Bevölkerung, wir wollen diesen Unsinn nicht. Und deshalb ist es auch im öffentlichen rechtlichen Rundfunk auf dem Rückzug, weil eben auch das Publikum, die Hörerinnen und Hörer und Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer diesen Unsinn nicht wollen. Insofern begrüßen wir diesen Beschluss der Landesregierung, wenn er denn umgesetzt wird, diese Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums, Sonderzeichen im amtlichen Schriftverkehr zu untersagen. Ich hoffe auch, dass die Ministerien sich dran halten, dass wir das dann auch demnächst von der Regierung erfahren, was dann beispielsweise gilt für diesen Beschluss bzw. diese Vorgabe des Verkehrsministeriums. Aber es ist notwendig, meine Damen und Herren, diesen Unfug auch an Schulen und Hochschulen zu beenden. Herzlichen Dank. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, war schon ein bemerkenswerter Auftritt, Herr Innenminister. Nun zu behaupten, die FDP suche Streit, wenn wir über das Gendern reden. Wer ist denn letzte Woche vor die Presse getreten und hat erklärt, da gäbe es Handlungsbedarf? Es bedürfe jetzt einer Verwaltungsvorschrift des Innenministers. Waren das wir oder Sie? Also, wenn Sie uns den Vorwurf machen, wir suchen Streit, fällt es auf Sie selbst zurück. Dann zu behaupten, Sie wollten Brücken brauen, was haben Sie gesagt? Ich nehme an, Sie haben gemeint Brücken bauen. Das Brücken brauen war wahrscheinlich ein falscher Versprecher. Sie wollten Brücken bauen hier im Land Baden-Württemberg. Und dann bringen Sie aber dieses Thema auf die Tagesordnung, Herr Innenminister, und werfen dann anderen vor, sie suchten Streit. Das ist schon eine bemerkenswerte Heuchelei. Und darüber hinaus, was Herr Hildenbrand, die Strategie ist ja immer die gleiche. Irgendwo dieses Thema Gendern voranzubringen, nicht dieser Beschluss, diese Vorgabe des Verkehrsministeriums, im Verkehrsministerium soll gegendert werden, einerseits. Aber andererseits, wenn sich jemand wehrt, dann zu erklären, wir haben doch wichtigere Themen. Warum kommt jetzt dieses Thema schon wieder? Ist doch eine Phantomdebatte. Ja, wenn das eine Phantomdebatte ist, warum gibt es dann solche Vorgaben in Ministerien? Erklären Sie das doch mal, Herr Hildenbrand. Ja. Das ist aber eine Gebotsdebatte, nicht? Sie zetteln eine Gebotsdebatte an. Das ist sehr wohl ein Gebot, was der Amtschef des Verkehrsministeriums da seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschrieben hat. Man möge den Doppelpunkt verwenden. Das ist ein Gebot, nicht? Und wenn sich dann jemand wehrt, dann entdecken Sie plötzlich eine Fahrbotsdebatte.
und erklären, wir haben doch wichtigere Dinge, da darf sich doch keiner wehren, wir haben doch andere Herausforderungen in diesem Land, führen Sie andere Debatten, damit Sie ungehindert diese Gebote dann in der Gesellschaft durchsetzen können. Das ist Ihre Strategie, und diese Strategie lassen wir Ihnen nicht durchgehen.